Zum Siegen verpflichtet ist der WSV, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze halten möchte. Unter den Augen von Vorstandsmitglied Peter Neururer und den zurückgekehrten Ultras in der Nordkurve des Wupperns. Der heutige Gegner, der SV Lippstadt, feierte unter der Woche einen wichtigen Dreier in Lotte, ist aber wie die halbe Liga noch mittendrin im Abstiegssog. Rein in die Partie. Und die startete erstmal recht behäbig. Der WSV von Anfang an mit mehr Spielanteilen, tat sich aber schwer im letzten Drittel. Hier der erste leise Annäherungsversuch durch Philipp Hanke. Die Fans auf den Rängen feierten erstmal mehr sich selber, denn das Geschehen auf dem Rasen. Es dauerte gut 20 Minuten, bis der WSV das erste Mal so wirklich im Strafraum auftauchte. Sapheim, Doppelpass mit Pires, schöne Bewegung, sucht hier Backschad, aber Steringer ist dazwischen. Kevin Rodriguez-Perez verlängerte unter der Woche und bleibt somit ein weiteres Jahr in Wuppertal. Die nachfolgende Ecke ist auch ein Fall für Pires. Der Ball landet bei Roman Prokop, doch der ist hier noch einiges entfernt von Saisontor Nummer 11. Gästetrainer Felix Bechtold hat in der Anfangsphase viel mit seiner Physis zu tun, die das ein oder andere Mal auf dem Platz im Einsatz war. Wir springen in die 30. Minute. Sapai hier schön mit der Hacke auf Montag. Der hat viel Platz vor sich, flankt, Schubert ist dazwischen und dann kommt Philipp Hanke. Was ein geiles Ding, nimmt das Leder hier mit vollem Risiko und wird mit seinem zweiten Saisontreffer belohnt. Der Allrounder, so viel darf verraten sein, sollte auf der Pressekonferenz später noch ein Sonderlob von seinem Trainer einstecken. Die Gastgeber wollten gleich nachlegen. Püttlik mit viel Dynamik, erster Versuch gescheitert. Zweiter Versuch Richtung Sapai, Kingsley Sapai. Der 19-jährige Flügelstürmer hier mit der nächsten guten Gelegenheit gleich vor den Augen des mitgereisten Lippstädter Anhangs. Der WSV schnürte die Gäste jetzt immer mehr in der eigenen Hälfte ein. Püttlik verlängert für Backschad. Hereingabe zunächst geblockt, doch Kevin Püttlik setzt nach und legt hier per Distanzhammer das 2:0 oben drauf. Lässt sich vollkommen zurecht für sein erstes Saisontor feiern, denn das war ein echter Strahl. Balkenhoff zum zweiten Mal machtlos. Das ist dann auch der Halbzeitstand. Völlig verdiente Führung für den WSV. Das Team von Björn Mehnert zeigt sich hier super souverän. Gästecoach Kevin Bechtold reagierte bereits zur Pause und bringt Kai-Bastian Evers für Simon Schubert. Und die Gäste kamen gut rein in Durchgang 2. Langer Ball für Wojcik. Der ehemalige Düsseldorfer testet hier kurz nach der Pause gleich mal Patzler im WSV-Kasten. Die Hausherren übernahmen aber schnell wieder das Kommando. Langer Einwurf von Hanke und dann ist es Backschad, der hier aus guter Distanz zum Abschluss kommt, aber nicht zum 3:0 versenken kann. Doch der nächste Angriff des WSV rollt bereits. Diesmal über rechts mit Sapai, hier mit schönem Dribbling und dem Abschluss. Bringt den Ball nicht aufs Tor, zeigt hier aber immer wieder seine jugendliche Unbekümmertheit. Wenig später gibt es Ecke, die wird verlängert und Schwers, hier beinahe mit dem 3:0. In der 65. wechselt dann auch Björn Mehnert. Königs und Saric ersetzen Prokop und Sapai. Doch zunächst nochmal ein Lebenszeichen des SV Lippstadt. Der eingewechselte Mika testet hier Keeper Patzler. Doch die letzte Aktion sollte sein über Balkenhoff gehören, der hier den Ball gegen Königs vertändelt und damit perfekt zum 3:0 Endstand auflegt. Der Goalgetter bedankt sich ganz hart und schraubt damit sein Trefferkonto auf 9 Saisontore hoch. Die Sonne steht natürlich tief im Wuppertaler Stadion, aber auch das darf keine Ausrede für diesen Fauxpas sein. Damit ist das Spiel dann auch vorbei. Eine gelungene Rückkehr für die Ultras des WSV, die einen äußerst souveränen und verdienten Sieg ihres Teams bestaunen dürfen. Das Team von Björn Mehnert ist nach dem 0:3 unter der Woche gegen Bonn also wieder in der Spur und damit optimal vorbereitet für das anstehende Topspiel bei RWO. Hoffe ich, heute waren auch wieder ein paar Fans mehr bei uns hier, die uns dann auch lautstark unterstützt haben. Ich hoffe, dass sie uns auch in Oberhausen unterstützen werden, weil das hilft uns. Es ist ein geiles Derby, ein geiles Traditionsduell, RWO gegen WSV.
Ja, und was erwartet uns? Ich kenne meinen Trainerkollegen Terranova sehr gut, das ist ein Freund von mir. Ich weiß, dass er ein Schlitzohr ist und sich was einfallen lässt, aber ja, ich werde mir auch was einfallen lassen. Wird mit Sicherheit ein geiles Fußballspiel, was viele Zuschauer verdient hat. Der Anschluss an die Tabellenspitze ist also gehalten. Der WSV springt mit dem Sieg auf Rang 3.